Die Dallas Mavericks 23-27 haben einen ungefährdeten 114-90 Sieg BOXSCORE über die New York Knicks 10-40 eingefahren. Dirk Nowitzki wurde dabei von den Fans im Madison Square Garden gefeiert und legte mit 14 Punkten seine beste Saisonleistung hin. Die Knicks mussten das zweite Spiel in Serie auf die Point Guards Frank Ntilikina und Emmanuel Mudiay verzichten. So musste der Backcourt der New Yorker ohne klassischen Spielmacher auskommen. Doch das fiel nicht weiter ins Gewicht, da Ersatz Trey Burke seine Sache gut machte. Der Combo Guard spielte aggressiv und suchte immer wieder den Weg zum Korb. Dabei traf er selbst schwierigste Würfe und war zu Beginn die beste offensive Option der Knicks. Bei den Mavericks ist das normalerweise Luka Doncic, doch der Rookie fand auf der großen Bühne Madison Square Garden schwer ins Spiel. Nowitzki setzt letzte Duftmarke im Garden, Doncic legte viel daneben und selbst sein gefürchteter Stepback-Dreier wurde von Mitchell Robinson geblockt. Dennoch gingen die Mavs mit einem 24:20 ins zweite Viertel. Dort hatte dann Dirk Nowitzki seinen Auftritt. Der Superstar wurde in seinem wohl letzten Spiel im Garden mit Standing Ovations empfangen und zeigte dann offensiv, dass er es immer noch kann. Nowitzki erzielte 9 der ersten 11 Mavs-Punkte im Viertel, auch weil Dallas jeden Angriff über ihn laufen ließ. Der Deutsche bekam dabei ein Mismatch nach dem anderen serviert und nutzte das entsprechend aus. Doch die Knicks steckten nicht auf. Kevin Knox war nun besser im Spiel, nachdem er zuvor einige Backsteine fabrizierte. Der Rookie punktete am Brett und brachte New York in Führung. Die NBA All-Star-Starter 2019, kein Doncic, Davis oder Jokic. Das Voting ist vorbei, die 10 Starter für das All-Star-Game 2019 wurden bekannt gegeben. LeBron James und Giannis Antetokounmpo werden als Kapitäne ihre Teams wählen. Im Westen schafften es weder die Top-Center noch Luka Doncic in die erste 5. LeBron James und Giannis Antetokounmpo werden als Kapitäne fungieren, da sie die meisten Votes bekommen haben, Gewichtung, 50% Fanvoting, 25% Spielervoting, 25% Medienvoting. Das heißt, sie dürfen aus dem Pool der verbleibenden 8 Starter ihr Team zusammenwählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als Antetokounmpo, darf er anfangen. Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt, damit hat auch Doncic noch gute Chancen aufs All-Star-Game in Charlotte. Das Ergebnis wird am 31. Januar veröffentlicht. Ein Deutscher hat es nicht unter die 10 Starter für das All-Star-Game 2019 geschafft. Dirk Nowitzki landete im Frontcourt des Westens aber immerhin auf dem 19. Rang 30. Player Votes 15. Fan Votes 8. Media Votes. Dennis Schröder landete derweil unter allen Guards des Westens auf dem 16. Platz 23. Rang Player Vote 15. Rang Fan Votes 6. Rang Media Votes. Und das sind die 10 Starter Eastern Conference BACKCOORT, Kyrie Irving, Boston Celtics, Platz 1 im Fan Voting, Platz 1 im Player Voting, Platz 1 im Medien Voting. Kemba Walker, Charlotte Hornets, Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. FRONTCORT, Kawhi Leonard, Toronto Raptors, Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. Joel Embiid, Philadelphia 76ers, Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. Western Conference BACKCOORT, Stephen Curry, Golden State Warriors, Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting.
James Harden, Houston Rockets, Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. FRONTCORT, LeBron James, Los Angeles Lakers, Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. Kevin Durant, Golden State Warriors, Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. Paul George, Oklahoma City Thunder, Platz 4 im Fan-Voting, Platz 4 im Player-Voting, Platz 4 im Medien-Voting. Dallas schlug mit einem 14:5 Run zurück. Wesley Matthews machte mit einem Buzzerbeater-Dreier den Deckel auf die erste Hälfte. Es war bereits sein fünfter im Spiel. 55:47. Die Mavs kamen auch besser aus der Kabine und bauten die Führung auf 18 Punkte aus. Smith Jr. holt sich Triple-Double. Das lag in erster Linie daran, dass die Texaner nun nach Belieben in die Zone kamen und dort hochprozentige Abschlüsse erhielten. 24 der 35 Punkte im dritten Viertel erzielten sie direkt am Brett. Auch im Schlussviertel ging es so weiter. Dallas führte früh im vierten Viertel mit 25 Punkten. Die Garbage Time war eingeläutet. Und da durfte auch Dirk Nowitzki nochmal ran. Der Deutsche holte die Zuschauer im Garten wieder auf die Beine und versenkte einen Dreier und einen Midrange-Jumper. Mit 14 Punkten, 5 Siebtel FG, erzielte er seine Saisonbestleistung. Maxi Kleber kam auf 4 Punkte. Bester Spieler der Mavs war Smith Jr., der sein erstes Triple-Double der Saison, 13 P, 15 Ast, 10 Rebs, auflegte. Harrison Barnes kam auf 19 Zähler und Doncic konnte trotz durchwachsenem Spiel seine Stats im Schlussviertel noch auf 16 Punkte, 7 Achtzehntel, 8 Rebounds und 5 Assists frisieren. Bei den Knicks war Knox mit 17 Punkten bester Werfer. Die wichtigsten Statistiken: New York Knicks 10-40 versus Dallas Mavericks 23-27, 90-114, BOXSCORE. Bei einer so kleinen Aufstellung, wie sie die Knicks spielen, besteht immer die Gefahr, Probleme am Brett zu bekommen. Eine Halbzeit ging es gut, doch dann schlug sich dieser Nachteil auch in Zahlen nieder. Nachdem Dallas nach 24 Minuten nur 18 Punkte in der Zone hatte, waren es im zweiten Durchgang 32. Auch das Rebound-Duell ging am Ende deutlich an die Mavs, 49:34. Statistische Errungenschaften, die im Garden erreicht werden, sind immer noch eine Spur besonderer als anderswo. Und so darf sich Smith Jr. nun auf die Fahne schreiben, dass er der zweitjüngste Spieler ist, der je ein Triple-Double in der geschichtsträchtigen Arena aufgelegt ist. Jünger war nur ein gewisser Magic Johnson. Dallas leistete sich 19 Ballverluste, auch wenn sie in der Statistik in dieser Saison am unteren Ende der NBA stehen, sind das immer noch 5 mehr als sie sonst durchschnittlich fabrizieren. Es fiel nur überhaupt nicht ins Gewicht, weil New York daraus nur 4 kümmerliche Punkte generieren konnte. Zum Vergleich, Dallas machte aus den 12 Ballverlusten der Knicks 20 Punkte. Enes Kanter kam nur in einem der letzten 8 Spiele zum Einsatz. Das hatte verschiedene Gründe, aber nun durfte der türkische Center wieder aufs Parkett. Als die Fans im dritten Viertel seine Einwechslung forderten, gab Knicks-Coach David Fisdale der Masse ihren Willen und wechselte Kanter ein. Der küsste zur Begrüßung gleich mal das Knicks-Logo auf dem Parkett, nachdem er 4 Spiele zuschauen musste. Für New York war es die 12. Heimniederlage in Serie. Das ist neuer Franchise-Negativrekord. Zudem war es die 11. Pleite am Stück und die 24. Niederlage in den letzten 26 Spielen. Die Knicks sind auf dem besten Weg, ihre schlechteste Bilanz in der Franchise-Geschichte zu erreichen. NBA-Trade-Szenarien für Anthony Davis: Wer sichert sich die Braue?
Trader Hammer in New Orleans, Anthony Davis wird im Sommer keine Vertragsverlängerung bei den Pelicans unterschreiben und fordert einen Trade, wie sein Agent Rich Powell von Clutch Sports bestätigte. Anthony will zu einem Team getradet werden, das es ihm ermöglicht, regelmäßig zu gewinnen und um die Meisterschaft zu kämpfen. Anthony will ehrlich sein und die Franchise bereits jetzt über die Entscheidung informieren, sagte Powell zu ESPN. Das Kämpfen um eine Meisterschaft hielt Davis in New Orleans in der nahen Zukunft nicht für realistisch. Trotz 29,3 Punkten und 13,3 Rebounds des Big Man stehen die Pelicans bei nur auf Platz 13, 22 bis 28 in der Western Conference. Davis wird im Sommer 2020 Free Agent und hätte bereits nach dieser Saison eine Supermax-Extension über 5 Jahre und 240 Millionen Dollar unterzeichnen können. Stattdessen will er weg, aber wohin? Spox nennt mögliche Trade-Szenarien. Sollte Davis darauf drängen, bereits vor der Trade-Deadline am 7. Februar die Pelicans zu verlassen, wären die Boston Celtics der Leidtragende. Sollte Kyrie Irving nicht in den Deal involviert werden, wäre ein Trade zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Grund ist die Rose Rule, die vorsieht, dass Spieler unter bestimmten Voraussetzungen eine Vertragsverlängerung für 30% des Salary Caps unterzeichnen können. Ein Team darf aber nicht mehrere solcher Deals ertragen. Erst wenn Kyrie Irving ab dem 1. Juli eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, wäre somit ein Trade möglich. Dies bringt den bisherigen Top-Favoriten auf einen Davis-Deal ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. Neben den Celtics verfügen die Los Angeles Lakers über die meisten Assets, um einen Trade zu realisieren. Hinzu kommt, dass Rich Powell neben AD auch einen gewissen LeBron James als Agent vertritt. Nahezu kein Spieler im Roster der Lakers ist sicher, sollte Purple. Am wahrscheinlichsten scheint ein Paket aus Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope und einem Erstrunden-Pick. Auch wenn es nicht fair wäre, selbst ein Trade zu den Golden State Warriors ist nicht unmöglich, doch die Optionen sind begrenzt. Neben Draymond Green müsste der Champ die nächsten beiden Erstrunden-Picks und Jordan Bell in einen Deal packen. Betrachtet man die aktuellen Leistungen von Green, sollte dies den Pelicans nicht ausreichen. Und Klay Thompson dürfte nach jetzigem Stand auch über den Sommer hinaus in der Bay Area bleiben. Als weiterer, zumindest vom Namen her hochkarätiger Interessent werden die New York Knicks gehandelt. Laut WOJ wollen die Knickerbockers eine Verpflichtung der Braue per Trade aggressiv verfolgen. Und könnten angeblich sogar überlegen, Kristaps Porzingis als Gegenwert abzugeben. Außerdem hätte New Orleans mit einem Trade mit NYK wohl die besten Chancen auf den Pick 2019. Die Los Angeles Clippers werden wohl in der Offseason eines der aktivsten Teams der Liga sein. Neben Namen wie DeMarcus Cousins und Kawhi Leonard fällt auch der Name Anthony Davis immer wieder. Zusätzlich zum günstigen Vertrag von Lou Williams und dem All-Star-Kandidaten Tobias Harris dürfte jedoch auch ein junges Talent für einen Trade notwendig sein. Doch wollen die Clippers Shai Gilgeous-Alexander nach der starken Rookie-Saison abgeben? Die Dallas Mavericks haben sich mit DeAndre Jordan für eine Übergangslösung auf Center entschieden. Davis wäre der optimale Nachfolger. Doch ein Trade für Jordan, Dennis Smith Jr., Dwight Powell plus Erstrunden-Pick wird den Pelicans nicht reichen. Die Philadelphia 76ers sind bereits mit dem Trade für Jimmy Butler all-in gegangen und sind somit begrenzt, was mögliche Gegenwerte angeht. Vieles würde sich in diesem Fall um den Namen Markelle Fultz drehen. Sollten die Pelicans diesem eine positive Entwicklung zutrauen, könnten die Sixers mit ihm, Zaire Smith, Furkan Korkmaz und zwei Picks ein interessantes Angebot machen.
Die Zeichen wären dann auf einen vollständigen Rebuild gesetzt. Eines ist klar, sollten die New Orleans Pelicans dem Willen von Anthony Davis entsprechen und diesen bereits vor der Trade-Deadline zu einem Titelkandidaten verschiffen, sind die Los Angeles Lakers der absolute Top-Favorit auf eine Verpflichtung. Die Boston Celtics hätten nur dann eine Chance, wenn ein Wechsel des MVP-Kandidaten erst im Sommer über die Bühne geht. Alle weiteren Franchises sind nur Außenseiter, dennoch dürfte das Telefon bei GM Dale Adams in den kommenden Tagen heiß laufen. Der Star des Spiels kann Dennis Smith Jr. eine richtige Waffe für die Mavs sein. Der Guard zeigte ein kluges Spiel, überdrehte nicht und setzte seine Mitspieler in Szene. Das gipfelte in einem Career-High in Sachen Assists und seinem zweiten Triple-Double. Zugegeben, die drei fehlenden Rebounds wurden ihm in der Garbage Time serviert, aber das interessiert bei Russell Westbrook auch niemanden. Am Ende standen 13 Punkte, 15 Assists, 10 Rebounds und ein starkes Spiel für Smith Jr. Der Flop des Spiels in dieser Ansammlung von Rookies und Lottery-Picks, dessen Karrieren in Stocken geraten sind, sollte Tim Hardaway Jr. einer der Fixpunkte sein, zumindest solange er noch bei den Knicks ist. Er gilt als Wechselkandidat. Gegen die Mavs konnte er das aber nicht leisten. Hardaway Jr. traf nur 2/11 aus dem Feld für 6 Punkte und hatte das schlechteste Plus-Minus-Rating aller Spieler. Pushing Move des Spiels, nachdem nun klar ist, dass Dennis Smith Jr. erst einmal bei den Mavericks bleiben wird, ist es die Aufgabe von Head Coach Rick Carlisle, das Beste aus dem Guard herauszuholen, ohne dabei Luka Doncic in seinem Wirken zu beschneiden. Und so lässt Carlisle die beiden Spielmacher weit weniger zusammen agieren als zuvor. Doncic bekam gegen New York im ersten und dritten Viertel früh eine Pause, um dann gegen Ende des Viertels mit den Veteranen der Second Unit zurückzukommen. Diese Anpassung kam gegen die Knicks vor allem Smith Jr. zugute, der äußerst produktiv agierte. Dass Doncic nicht seinen besten Tag erwischte, lag aber nicht an der Rotation. Es gibt nun mal einfach Tage, an denen es nicht so läuft. Diese Maßnahme könnte eine gute Option sein.